Schönen guten Abend. Ich möchte Sie im Namen des Naturmuseums recht herzlich zu diesem letzten Vortrag im Rahmen des Arbeitskreises Flora von Südtirol recht herzlich begrüßen. Auch unsere Zuseher, Zuhörerinnen zu Hause. Und unser Referent ist heute Nils Berthold. Die meisten von Ihnen kennen ihn eh schon. Er war schon öfters bei uns im Rahmen des floristischen Arbeitskreises hier und hat Vorträge von seinen Reisen im Auftrag von Vaevia berichtet. Er hat Umweltwissenschaften studiert, war auch einige Zeit hier am Museum als Vermittler tätig und leitet jetzt die Umweltwerkstätte in Neustift und leitet weiterhin Reisen bei Vaevia. Und ich glaube, mehr brauche ich zu Nils eh nicht zu sagen. Bitte. Danke, Petra. Es freut mich, mal wieder in Präsenz einen Vortrag zu halten, nachdem ich zweimal online ihn machen durfte. Und wie schon von Petra vorweggenommen, es geht heute in den Süden, und zwar nach Kalabrien. Ich war in der Karwoche in Kalabrien und es war rote Zone, es war eigentlich sehr interessant. Ich durfte aus beruflichen Gründen eben eine Erkundungstour machen, hatte auch einen offiziellen Zettel mit von Vaevia, den habe ich aber nie gebraucht, obwohl ich öfters kontrolliert wurde, weil ich ein bisschen aufgefallen bin. Ich bin ja nicht klein und so braun gebrannt wie die meisten Kalabreser und mit einem großen Rucksack unterwegs gewesen, aber die Karabinieri waren immer sehr verständlich und auch neugierig, haben sie mich ein bisschen gefragt, was ich da mache. Gut. Kalabrien ist die Stiefelspitze des italienischen Staates und wird eben von zwei Meeren, sind zwei Meere rundherum, das Tirrenische und das Ionische Meer. Es ist ungefähr doppelt so groß wie Südtirol, hat aber dreimal so viele Einwohner und deswegen eine viel höhere Einwohnerdichte als Südtirol. 300 Kilometer ist die ungefähre Länge von Norden bis Süden, also ein ziemlich langes Land. Ziemlich schmal, eben da, wo es am breitesten ist, da sind es ungefähr 90 Kilometer. Und sehr, sehr viel Küste. Fast 800 Kilometer Küste. Und davon werden wir auch einige Bilder sehen. Provinzen sind fünf. Cosenza ist die größte im Norden. Dann Crotone, Catanzaro, das die Hauptstadt ist seit den 70er Jahren. Vibo Valentia und Reggio Calabria ganz im Süden. Ich werde nur Bilder aus Vibo Valentia und Reggio Calabria zeigen, denn Kalabrien ist so groß, da ist es schwierig, das in einer Reise unterzupacken. Das war zwar die erste Idee, aber nachdem man ein bisschen die Abstände angeschaut haben, haben wir gesehen, wir konzentrieren uns mal an die südlichsten Stellen, an die Spitze wirklich des Stiefels. Kalabrien ist interessant, denn es hat über 90% Hügel und Bergland, ist ganz wenig flach, nur 90% ist Flachland und sonst ist alles Hügel und Bergland und das sehen wir auch hier auf der geografischen Karte. Wir haben zwar hier im Norden ein bisschen Flachland, hier bei Crotone und dann hier unten, wo wir auch danach Bilder sehen werden, aber eben sonst ist der Apennin, der wirklich bis ganz in den Süden hinunterreicht. Wir haben vier Gebirgsmassive, die dann auch geschützt sind. Da oben ist der Nationalpark Pollino, das ist der größte Nationalpark Italiens mit ungefähr 200.000 Hektar. Der größte Teil davon ist in der Basilicata, aber die höchsten Gipfel finden wir auf der kalabresischen Seite mit dem Monte Serra Dolce Dorme, der über 2000 Meter hoch ist. Dieser Nationalpark ist bekannt für die Panzerkiefern oder Schlangenhautkiefern. Das ist eine Kieferart, die es eben nur hier in Süditalien und auf dem Balkan gibt. Die Sila dann mittendrin, auch eine sehr große Fläche, ebenfalls ein Nationalpark, ist sich so vorzustellen eine Hochebene mit steilen Flanken, mehr oder weniger steilen Flanken auf der Seite, auch sehr bewaldet von Eichen bis hinauf Buchen und dann auch eine Unterart von der schwarzen Kiefer, die hier bis zu 50 Meter hoch wird und eben als Giganti von Sila genannt werden, die Riesen von der Sila. Hier haben wir einen Naturpark, die Serre Calabresi, ein bisschen niederer, bis 1400 Meter und eben komplett bewaldet. Davon werden wir Bilder danach sehen. Und für mich war der interessanteste Nationalpark der südlichste, Aspromonte, der Name sagt schon, rauer Berg. Ist sehr interessant, da werde ich danach
noch mehr erzählen, nicht nur wegen der Natur, sondern auch wegen der Kultur. Gut, die Flora Calabriens, man findet nicht allzu viele wissenschaftliche Arbeiten dazu. Eine sagt, es sind ungefähr 2800 Arten, also ungefähr gleich wie in Südtirol, ein bisschen mehr, so 100, 200 Arten mehr. Endemiten, das habe ich nur von einer Internetseite gefunden und das ist zwar ein Botaniker, er sagt, es sind 270 italienische Endemiten, die da vorkommen und 60 strikte Endemiten, die es nur in Kalabrien gibt. Drei davon seht ihr hier. Eine Soldanelle, das hat mich selber überrascht, ich habe sie zwar da nicht in echt gesehen, aber nur online diese Bilder gesucht, und eine Lauchart und dann noch ein Beispiel für eine Flockenblume. Es gibt dann eben noch einige andere, die da wirklich nur auf Kalabrien vorkommen. Ein bisschen Geschichte, ich sehe, da hat es ein bisschen was geschnitten, das sollte Magna Graecia heißen. Kalabrien war in der Antike bei den Griechen ein wichtiger Ort. Sowohl Pythagoras als auch Herodot haben hier gelebt. Die Städte an der Küste haben da floriert, zum Beispiel Kroton, das ist Krotone, und Sibarida in der Nähe hat eben Herodot gelebt. Das ist dann bis 3. Jahrhundert vor Christus gegangen, als dann die Römer kamen. Das war dann eine weniger wichtige Zeit für Kalabrien. Was noch zu sagen ist, bei der Magna Graecia, man kann es zwar nicht, vielleicht nicht lesen, aber hier steht Italia. Das ist das erste Mal, dass der Begriff Italien genannt wurde, und zwar in Zusammenhang mit dem König Italo, der hier von den Griechen vertrieben wurde. Lustigerweise, der Stiefelsporn hinten hieß Kalabrien. Das hat sich dann im Laufe der Zeit verändert. Die Römer waren dann ungefähr bis ins 5. Jahrhundert. Ab dem 6. waren dann die Byzantiner in Kalabrien. Hier sehen wir, wie es im 9. Jahrhundert ausgeschaut hat. Das Orange war von den Byzantinern besetzt. Und zu dieser Zeit eben wurde eben eines der interessantesten Werke, die noch überliefert wurden von der christlichen Kirche, die noch übrig sind, eben aus dem 6. Jahrhundert. Das sind zwei Evangelien, Matthäus und Markus, wenn ich mich richtig erinnere, auf einem purpurfarbenen Papier, deswegen Codex Purpureus, und aus Rossano. Das liegt hier im Nordosten, hier im Nordosten Kalabriens, und eben über ungefähr 1400 Jahre, 1500 Jahre alt. Danach haben sich die Herrscher abgewechselt, danach kamen mal die Normannen für einige Jahrhunderte und haben das Königreich Sizilien gebildet, das dann ja fortbestanden hat, zuerst aufgeteilt als Königreich Neapel und Königreich Sizilien bei den Anjou und dann bei den Aragonesern, danach die Habsburger, die Bourbonen, die Franzosen. Es hat oft einen Machtwechsel gegeben. Die Bevölkerung wurde fast immer ziemlich ausgebeutet und hat eben wahrscheinlich auch dadurch wenig Vertrauen in die Obrigkeiten, und das spiegelt sich ja auch heute noch wieder, dass das Vertrauen in die Institutionen und so im Süden Italien nicht so hoch ist wie in anderen Gegenden. Es ist noch zu nennen, vielleicht interessant, die Normannen haben die Seidenzucht aus Griechenland gebracht und Catanzaro wurde dann zur Hauptstadt der Seide für ganz Europa. Das war dann im Mittelalter. Ja. Von den Normannen über die Anjou bis zu den Aragonesern war das eben sehr wichtig. 1861 dann die Einigung. Garibaldi ist ja auf Kalabrien dann gelandet und Italien wurde sozusagen geeinigt. Gut, das ist die Route, die ich euch vorstelle. Eben, wir beginnen in der Serre Calabresi da oben, danach geht es ein gutes Stück hinunter, ganz in den Süden. Das sind zwei Etappen, bevor es dann zur Küste geht, in der Nähe von Schilla, und dann hinauf bis zum vielleicht bekanntesten Gebiet Kalabriens, da wo sich auch Tropea befindet, das ja der bekannteste Badeort ist, auch für Südtiroler, die da ja dahin fahren. Es beginnt in Stilo, das ist eine kleine Ortschaft mit knapp 2000 Einwohnern. Die Geschichte geht zurück bis zu den Griechen. Noch einiges vom alten Stadtkern, das mittlerweile mittelalterlich bis Renaissance ist, ist noch erhalten. Da auch ein Blick von oben auf den Kern dieser Ortschaft. Nicht alle Häuser leider sind noch instand gehalten. Das war sicher mal ein Herrschaftshaus, das jetzt leider eher im Zusammenfallen ist. Aber es sind ganz nette Ecken in dieser Ortschaft. Hier sehen wir den Torbogen aus dem Mittelalter, der eben das südliche Tor ist. Und ob man liert ein bisschen. So einer. Gut,
Hinter Stilo, da haben wir den Monte Consolino, 700 Meter hoch, und auf den werde ich jetzt gleich hinaufgehen. Es geht durch einen angepflanzten Zedernwald und dann hier steil hinauf. Das ist ein Kalvarienweg, eine Via Crucis. Und ein Highlight von Stilo, für das ist es auch ziemlich bekannt, ist die Cattolica. Das ist diese Kirche aus der Byzantinerzeit, also ungefähr 1000 Jahre alt und ziemlich klein und nett. Es ist so quadratischer Grundriss. Leider konnte ich nicht hinein, es war ja gerade rote Zone und deshalb waren die meisten Sachen geschlossen. Ich hoffe dann in Zukunft mal hineinzukommen. Wenn jemand von euch einen Reisepass hat, kann er auf Seite 9 nachschauen, da ist diese Kirche eben abgebildet. Mal zu den Pflanzen. Diese Gattung ist im Mittelmeer sehr verbreitet, findet man viel auch auf Weideflächen, weil sie eben giftig ist und von den Kühen deshalb nicht gegessen wird. Es ist ein Aphodil und zwar handelt es sich hier um den kleinfrüchtigen oder ästigen Aphodil. Mittlerweile wurden da die Arten aus dem westlichen Mittelmeerraum aufgespalten. Früher hieß sie Asphodelus aestivus, aber die Asphodelus aestivus gibt es nur mehr in Spanien und das ist jetzt der Ramosus, die Unterart Ramosus. Hat dem ein bisschen kleinere Früchte als zum Beispiel der weiße Aphodil. Das ist eine sehr schöne Art und zwar auch ziemlich typisch für den Mittelmeerraum, speziell so in felsigen Gebieten. Es ist eine Wolfsmilch und zwar die Baumwolfsmilch. Wächst zwar selten wirklich als Baum, meistens so als Strauch, aber eben ziemlich verholzt. Und wenn wir schauen, sehen wir hier seine Verbreitung. Ich werde immer wieder diese zwei Karten zeigen. Links kommt das von der Uni Trieste und von diesem Forum Acta Plantarum. Da sieht man, diese Art kommt von Mittelitalien bis in den Süden vor, eben in den Apennin entlang und dann auf den zwei Inseln. Das hingegen ist die Karte von der Euromet Homepage, wo man eben die Daten hat vom Botanischen Museum aus Helsinki und dem Botanischen Garten in Berlin. Das zeigt die Verbreitung im Mittelmeerraum und in Europa. Und hier sehen wir eine typische Mittelmeerverbreitung für diese Art. Eine Art, die wir auch in Südtirol haben, zwar verwildert aus dem Garten, weil es eine Zierpflanze ist, die Strandlappenblume, die eben ein Mittelmeerart ist und wie wir hier sehen, auch gerne so aus den Felsen herauskommt, ein Kreuzblütler. Eine nette Wicke, die eine zweifarbige Blüte hat, mit einem schwarzen Schiffchen oder ziemlich dunklen Schiffchen und einer gelben Fahne. Auch eine Art, die im Mittelmeerraum vorkommt, aber interessanterweise nur auf der Nordseite des Mittelmeers und nicht auf der Südseite im Nordafrika. Diese Art ist nahe mit unseren Ochsenzungen verwandt, ist aber eine andere Gattung, wird zwar Ochsenzunge genannt, vielleicht sollte sie ja Ochsenzünglein heißen, ist ein bisschen kleinwüchsig und eben ist die kretische Ochsenzunge, die eine interessante Verbreitung hat, die viele Arten haben, das war vielleicht, wenn jemand sich erinnert, beim Abruzzen-Vortrag auch so, viele Arten, die im Apennin vorkommen, kommen auch auf der anderen Seite der Adria vor und eben das ist ein Beispiel dafür. Diese Zwiebel habe nicht ich ausgegraben, da war wahrscheinlich ein Tier unterwegs, aber das war lustig, diese zu sehen. Sie gehören zu einer sehr netten Art, die hier ziemlich häufig war. Und zwar dachte ich, es ist eine Iris, gehört zwar zur Familie der Iris, ist aber eine Gattung, die ich noch nie gehört habe, Moraea. Da gibt es zwei Arten im Mittelmeerraum, und zwar eine mit nur einem Blatt, und das ist die mit mehreren Blättern, in Deutsch eben die Mittagsschwertlilie, ziemlich kleinwüchsig, so 15-20 cm hoch. Eine Art, die es in Südtirol gibt, aber laut Flora und Fauna gibt es nur einen Ort in Kurtatsch, wo sie vorkommt, und zwar der gewöhnliche Venuskamm und im Mittelmeerraum häufiger. Bei uns war es immer ein Ackerunkraut, also eine Segetalart, während sie im Mittelmeerraum auch in so felsigen Gegenden vorkommt oder auch in Weiden. Ist eben sehr nett mit diesen verlängerten Blütenblättern, ein Doldenblütler. Mal ein Schmetterling, nicht nur Blumen zu sehen. Die Blume ist wahrscheinlich ein Keulenbertram, wie eine Keule verdickt. Der Schmetterling, wahrscheinlich ein östlicher Reseda-Weißling, aber nicht so einfach zu bestimmen. Ich dachte, ein Aurora-Falter, habe ich ein paar herumfliegen gesehen. Die haben ähnliche Flügelunterseite, aber eher danach bei der Bestimmung schaut es wie ein Weißling aus. Es ist ein Wanderfalter,
Es beeindruckt mich immer sehr, dass so kleine Wesen hunderte Kilometer weit fliegen können. Oben auf dem Monte Consolino finden wir die Ruine von einer Burg, und zwar vom Castello Normanno von Stilo. Ist nicht mehr so viel erhalten, wurde aber in den letzten Jahren ein bisschen wieder hergerichtet. Man kann es also gut besichtigen. Also auch eine Burg, die fast 1000 Jahre alt ist, hat bei den verschiedenen Herrschern verschiedene Nutzen gehabt, war auch mal ein gefürchtetes Gefängnis und war dann auch lange verlassen. Und jetzt thront sie da oben auf dem Gipfel und da hat man eben wirklich eine tolle Aussicht. Das ist hinunter, da wäre Stilo Richtung Meer, da schauen wir Richtung Osten hinüber. Und das ist typisch für Süditalien und speziell auch für diese Gegend. Dann im Aspromonte werden wir noch mehr davon sehen. In Italien nennt man sie Fiumara. Das sind so Flüsse, die eben im Sommer fast austrocknen. Ein Flussbett haben, das sehr breit sein kann, auch mehrere hundert Meter breit sein kann. Im Winter reißend sein können. Und interessanterweise, wo auch die Quelle oft wechselt, abhängig wie die Regenmenge und Wassermenge ist, die vorhanden ist. Auf der anderen Seite, das ist der gleiche Fluss, der auf der anderen Seite eben Richtung seinen Ursprung geht, immer das Stilaro, haben wir Bivonci, eine kleine Ortschaft mit einem netten mittelalterlichen Kern. Hier werde ich dann die nächste Wanderung machen, auf dem Stilaro aufwärts, das dann später. Zuerst noch ein paar Blumen auf dem Gipfel oben, da hat es ganz schön geblüht. Die Königskerzen zwar noch nicht, aber diese rosarote Art ist eine Silene, die Silene colorata, das farbige Leimkraut, das auch eine weite Verbreitung im Mittelmeerraum hat und in Italien eine ziemlich lustige Verbreitung hat mit einigen Regionen, wo sie nicht vorkommt. Eine andere Art hier auf dem Gipfel, die sehr nett ist, wir kennen ja die Traumhyazinthen, haben wir ja zwei heimische Arten und eine, die eingebürgert ist. Diese unterscheidet sich, da die Zähne die gleichen Farbe haben wie die Kronblätter, während unsere ja meistens weiße Zähne hat. Das ist die dunkle Traumhyazinthe. Und hier sehen wir wieder die gleiche Verbreitung auf beiden Seiten der Adria. Eine Art, die den Traumhyazinthen sehr ähnlich ist, aber eine andere Gattung eben, Belevalia. Auf Deutsch findet man den Namen Belevalie oder teilweise auch Hyazinthe wird sie genannt. Hat ein bisschen eine andere Wuchsform von den Blüten, aber sonst wirklich sehr ähnlich. Und auch hier wieder auf beiden Seiten der Adria, die erreicht halt noch die Türkei. Einige Liliengewächse, noch eines, einen Lauch, einen sehr schönen Lauch, der so weiß blüht. Der neapolitanische Lauch kommt im ganzen Mittelmeerraum vor. Und wie es oft interessant ist, wir haben ja oft mit Neophyten aus anderen Kontinenten zu kämpfen. In Amerika haben sie ein bisschen mit diesem Lauch zu kämpfen. Der soll ziemlich invasiv sein, habe ich online gelesen. Bei uns auch diese Dreiecke heißen, dass es ein Neophyt ist, nicht in Südtirol, aber im Trentino kommt er dort vor. Ein typischer Strauch fürs Mittelmeer, sehe ich immer gerne, ist der Mastikstrauch, zweihäusig, das sind die männlichen Blüten, die Staubblätter, die so rot sind, nahe verwandt mit der Pistazie. Hier in Südtirol finden wir ja die Pistacia terebintus als Element in den submediterranen Wäldern. Das hingegen ist die Pistacia lentiscus, hat ein bisschen kleinere Blättchen und ist eben weit verbreitet im Mittelmeergebiet. Mastikstrauch, das Harz wurde viel genutzt, schon bei den Ägyptern als Lack. Während der Ölmalerei, so ungefähr bis zum 19. Jahrhundert, war es sehr wichtig, um die letzte Schicht aufzutragen. Und eben wurde es auch viel angebaut, auch heute noch wird es teilweise angebaut in Griechenland zum Beispiel. Interessant, in Stilo hat er einen wichtigen Sohn, und zwar Tommaso Campanella, hatte ich selber nie gehört davor, aber er war ein Philosoph Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts, ein Dominikanermönch, der viele Jahre im Gefängnis verbrachte, weil er eben die Bevölkerung versucht hat, gegen die spanischen Herrscher der Kalabriens aufzuhetzen. Dafür war er dann 27 Jahre im Gefängnis. Dort hatte er dann Zeit, Bücher zu schreiben. Und sein bekanntestes ist Die Stadt der Sonne. Und das ist eine Utopie, wie ein Staat funktionieren könnte ohne Privateigentum, so mit Gemeinwesen, so ein bisschen Richtung Kommunismus, mit einem Oberhaupt, aber der Monarch ist der Papst.
Und der Papst war auch der, der ihn dann aus dem Gefängnis geholt hatte. Er war dann Astrologe vom Papst in Rom. Und später, als es wieder Probleme gab, weil er wieder ein bisschen in Kalabrien agitierte, wurde er dann ins Exil geschickt und landete am Königshof Frankreichs, wo er dann auch starb bei Louis den 13. Das ist dann am nächsten Tag. Da geht es eben richtig in diese Serre Calabrese hinein, wie wir sehen, sehr dicht bewaldet. Wir sind hier auf der niederen Stufe, also 400-500 Meter, und da ist der Hauptbaum eben die Steineiche. Kennen sicher viele von euch, gibt es auch in manchen Städten gepflanzt. In Boots und Meran ist sie auch ein bisschen verwildert, hat diesen typischen Blätter, die sehr der Stechpalme ähneln, deswegen der Artname Ilex. Eine immergrüne Eiche. Die Hinterseite ist weißlich, deswegen auch leicht zu erkennen. Ab und zu ein Baum ohne Blätter. Will jemand raten, was das sein könnte? Ich hatte am Anfang keine Ahnung, aber wenn man dann auf den Boden schaut, wird es einfach. Ja. Kastanien, ja, die haben hier lustigerweise, obwohl es schon warm war und alles, noch keine Blätter. Und immer wieder waren einzelne Exemplare davon. Am Wegesrand viele Sträucher schon in Blüte. Ja. Hier haben wir diesen schön weißblühenden Strauch, der hier sehr häufig war. Und zwar handelt es sich um eine Heide, und zwar die einzige Heide, die auch in Baumform wächst. Und zwar sieht man das am ehesten noch auf den Kanarischen Inseln, teilweise auch im Mittelmeergebiet, aber meistens eher nur strauchförmig, aber ein recht hoher Strauch mit einem rötlichen Holz, da sieht man es ein bisschen, und schönen kleinen weißen Blüten. Ist eben im ganzen Mittelmeerraum bis auf den Kanaren verbreitet, hat auch eine Anpassung an die häufigen Feuer, hat einen dicken Wurzelstock. Wenn man alles abbrennt, können sie dann wieder aus dem Wurzelstock austreiben. Die andere, was wir vorher gesehen haben, die gelbe Art, ist auch interessant, denn das ist der Stinkstrauch. Auch auf Italienisch heißt er Legno Puzzo, weil es eben stinkt, das Holz und die Pflanze. Ist ein Fabaceae, ein Schmetterlingsblütler mit dreizähligen Blättern. Und interessant ist er, weil er eben einer der wenigen oder vielleicht die einzige Art ist, wo die Bestäubung von Vögeln durchgeführt wird. Wurde schon vor ungefähr 20 Jahren mal in einem Paper beschrieben, und zwar von Grasmücken und Laubsängerarten. Ja, das haben sie in Spanien untersucht. Ein anderer Strauch bis Baum, ja, leider schon verblüht, aber interessant, dass man bei diesem Baum oft die Frucht und die Blüte zugleich sieht. Es ist auch ein Erika-Gewächs, es ist der westliche Erdbeerbaum. Die Frucht schaut wirklich wie ein Erdbeer aus. Die waren mal auf dem Landhausplatz, waren solche Erdbeerbäume, mittlerweile nicht mehr. Und die Frucht ist auch genießbar. Ist jetzt nicht so süß wie Erdbeer, aber süßlich. Ja. Wo es schattiger und feuchter ist, ein lorbeerblättriger Schneeball, sehr häufig eben in diesen an Bächen entlang oder in schattigen Wäldern im Mittelmeergebiet. Wir finden ihn auch in Südtirol häufig in Gärten, aber teilweise auch verwildert in Bozen, hat eben so ledrigere Blätter, ähnlich wie der Lorbeer, und eine sehr schöne, so wie eine Dolde, die Blüten. Und auch die Früchte kann man leicht erkennen, die sind wirklich sehr dunkelblau und glänzend. So viele Eidechsen habe ich noch nie erlebt. Die ganze Zeit hörte man da rascheln, sind die Eidechsen abgehauen. Eine habe ich mal fotografiert, versucht zu bestimmen, ist aber nicht so leicht. Süditalien gibt es die Ruineneidechse, die hat einen Haufen Unterarten. Manche kommen auch nur auf einer Insel vor, zum Beispiel auf Capri gibt es eine Unterart. Es könnte die Ruinen- oder die Mauereidechse sein eben. Die Mauereidechse kommt hier auch noch vor. Hat ein sehr schönes helles Grün mit so einem schwarzen Netzmuster, wie wir hier sehen, diese Art. Laut Beschreibung ist es eher die Ruineneidechse, aber kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Eine Art, die hier sehr schön in Blüte war und auch ziemlich häufig hier im Unterwuchs, ein Windröschen eben, die Anemone apennina. Und auch diese Art kommt auf beiden Seiten von der Adria vor und in vielen anderen Ländern als Neophyt, wo sie wahrscheinlich aus den Gärten dann verwildert ist. Sehr schön, so violett blühend. Wo es dann noch schattiger war, fand man hauptsächlich Efeu. Oder im Unterwuchs eine andere Art. Wir kennen ja das kleine Immergrün, was es bei uns heimisch gibt, aber es gibt auch das große Immergrün in Gärten oder auch in vielen Gebieten vom Eisack und Etzstahl verwildert. Und das große Immergrün ist eben hier unten häufiger. Da gibt es dann auch noch andere Immergrünarten.
Diesen Farn habe ich leider nicht da gesehen. Dieses Bild ist aus Teneriffa, das habe ich letztes Jahr gemacht. Und dieser Farn ist bis zu 3 Meter lang, ist ein Blatt von dem. Und er kommt nur in wenigen Orten im Mittelmeerraum vor. Der ist wahrscheinlich ein Relikt aus der Tertiarzeit, also wir reden aus 60, 70 Millionen Jahren. Und er heißt wurzelnder Kettenfarn, weil er eben so Brutknospen vorne bildet, aus die ja dann neue Fiederblätter entstehen. Und eben auf den Kanaren ist er verbreitet in diesen Lorbeerwäldern. Hingegen zum Beispiel in Italien ist er selten, am meisten noch in Kalabrien gibt es Standorte. Und da gibt es ein Paper von 2021, wo es im Norden eben Kampaniens einen Fundort gibt, der eben ein neuer Fundort ist. Aber wie gesagt, fast in ganz Mittelmeerraum verbreitet, aber immer nur so punktuell in Gebieten, wo es das ganze Jahr über feucht ist und auch mild, nicht zu kalt, dass er eben den Winter übersteht. Das Ziel der Wanderung war der höchste Wasserfall Kalabriens und auch der höchste vom südlichen Apennin, die Cascata del Marmarico. Das ist immer noch der Stilaro, der Fluss, den wir vorher ganz breit gesehen haben. Da ist er ein Stück weiter flussaufwärts. Bisschen mehr als 100 Meter hoch, wenn man die ganzen Stufen mitzählt, ist dieser Wasserfall mit einem schönen Becken davor. Da werden im Sommer sicher auch die Leute gerne hineinspringen. Ende März war es noch ein bisschen zu kühl. Das ist dann ein Blick beim Zurückgehen Richtung Monte Consolino. Auf der Hinterseite ist Stilo, das hingegen ist Bivongi, was wir vorher von oben gesehen haben. Wie wir hier sehen, ist eine Kulturlandschaft mit Olivenbäumen und teilweise auch Zitrusfrüchten. Und unter diesen Olivenbäumen war da eine prächtige Blüte. Und zwar ganz nett diese bunte Blatterbse, zweifärbig, diese mediterrane Blatterbse, eher purpur. Blatterbse mit einem geflügelten Stängel. Andere haben dann so ausgeschaut, andere Wiesen, da haben wir wieder die farbige Silene von davor, aber auch eine Lupine und ich denke da immer an die amerikanische, die es bei uns gibt, aber im Mittelmeerraum gibt es auch heimische Lupinen und zwar ist das die schmalblättrige, wie wir hier sehen, da ist jedes einzelne Blättchen ziemlich schmal, ist auch ein bisschen kleinwüchsiger als die Lupine, die es bei uns gibt. Und die ist eben im Mittelmeerraum zu Hause und in vielen anderen Ländern hat sie sich eben ausgebreitet, verwildert. Nun geht es weiter, ein großer Sprung Richtung Süden, eben in den Aspromonte. Und da geht es direkt nach Bova. Das ist sozusagen die Hauptstadt, wenn man das sagen kann, ist eine Ortschaft mit 400 Einwohnern. Heutzutage, früher waren es mehr, liegt auf dem Gipfel eines Hügels, nicht weit weg vom Meer, wie wir hier sehen, so in Luftlinie werden das 15, 20 Kilometer sein oder vielleicht auch weniger in Luftlinie und ist eben die Hauptstadt von dem grecanischen Aspromonte. Hier im südlichen Kalabrien, wie auch im Salento, gibt es noch Orte, wo man dieses Grecanisch spricht. Das ist so ein griechisch-kalabresisches Dialekt hier, das wahrscheinlich vom Altgriechischen abstammt, mittlerweile eher dem Neugriechischen ähnelt und das hauptsächlich in diesen Dörfern, die ein bisschen verlassen, so wie Adlernester da auf den Hügeln sind, aber leider mit viel Abwanderung betroffen. Deswegen sind nur mal 2000 Menschen, die da leben und das noch sprechen und die meisten sind auch eher schon im gehobenen Alter. Man nennt dies Bovesia eben, Bova ist davon der wichtigste Ort, wir werden danach auch noch Galizianon sehen und hier eben die größte Fiumara, die wir haben im Aspromonte, die Amendolea, werden wir danach auch noch Bilder sehen und auch noch vom Pentedattilo. In der Ortschaft selber ist alles zweisprachig, das Grecanische steht sowohl in den griechischen Buchstaben als auch in den lateinischen und dann auf Italienisch übersetzt, das ist dann die Straße des Schlosses. Da gibt es ein Museum und das ist dem Gerhard Rolfs gewidmet. Das ist ein deutscher Philologe gewesen, der eben viele Jahre im Süditalien verbracht hat und dort die italienischen Sprachen und Dialekte studiert hat und dem auch ein Wörterbuch von diesem Grecanisch geschrieben hat. Und er ist ein Verfechter von der Theorie, die heute auch die gängigere Theorie ist, dass eben wirklich diese Sprache oder dieses Dialekt von der Magna Graecia abstammt, also wirklich eine alte Sprache ist, die eben gefährdet ist, weil nur mal so wenige Leute sprechen.
In Borva sind sie mittlerweile sehr aktiv geworden. Da gibt es eine Genossenschaft, die versucht, diese Kultur zu erhalten, die Sprache, Kurse gibt und eben auch rundherum ein bisschen einen sanften Tourismus zu entwickeln mit Wanderungen und Verkostungen und so weiter. Auch Edward Lear war in Borva, war in diesem Gebiet unterwegs. Er war ja noch mehrere Jahre in Abruzzen, aber dann auch in Reggio Calabria und in dessen Umgebung war da genau, als ein starkes Erdbeben war. Das war dann, glaube ich, 48, deswegen konnte er dann nicht mehr allzu viel besuchen von Kalabrien, aber war hier in diesem Gebiet des Aspromonte unterwegs und eben diese Genossenschaft von Borva hat einen Mehrtages-Wanderweg geschaffen, der hier durch den südlichen Apennin geht und der Sentiero dell'Inglese heißt und ihm gewidmet ist. Borva selber ist teilweise sehr gut erhalten, teilweise sind ein paar Häuser, die zusammenbrechen, aber eben es gibt auch Leute von auswärts, von Norditalien, die eben Familien, die vor einigen Generationen weggezogen sind, die da investiert haben, aber auch Leute aus dem Ausland, zum Beispiel dieses Haus, da habe ich gewohnt, das ist von einem Schweizer und die Touristen werden dann in einem Albergo Diffuso System aufgenommen. Lustigerweise gibt es diese Lokomotive. Ihr habt die Straße nicht gesehen, die da hinauf geht. Deswegen schwierig vorzustellen, wie sie die da überhaupt hinaufgebracht haben. Eisenbahn hat es nie gegeben in Borva. Es gibt da zwei Theorien. Eine ist, dass es eine Widmung ist den ganzen Menschen aus Borva, die eben bei der Eisenbahn arbeiten. Soll es ziemlich viele geben. Und die andere Theorie ist, es ist eine Hommage an die ganzen abgewanderten Menschen aus Borva, die eben mit dem Zug ausgezogen sind. Gut, noch ein paar Worte zu diesem Nationalpark. Der ist langgezogen, unten wird er dann breiter. Hier ist er ungefähr so 50 Kilometer im Durchmesser. In den tieferen Lagen ist er von Macchia-Sträuchern hauptsächlich dominieren da. Und weiter oben auch die grünen Flächen sind dann mit Bäumen bewachsen, von Eichen bis hinauf zu Schwarzkiefern. Auf dieser Seite geht es sehr steil hinunter, hier ein bisschen sanfter Richtung Ionisches Meer. Und hier oben, wo die höchsten Gipfel sind, der Monte Alto ist ja 1956 und eben da ist es dann auch ein bisschen fast wie eine Hochfläche, ein bisschen sanfter, das Gelände. Es ist so zerstückelt, hauptsächlich eben aufgrund dieser Fiumare, die da eben diese Täler rausgefressen haben. Er ist ungefähr 60.000 Hektar groß und eben der Name Aspromonte klingt so wie rauer Berg. Es ist eben die Seite, die Richtung Südosten zeigt, ist eben viel trockener, während wir danach sehen werden, wo ich in Schiller unterwegs bin, da wird es dann schon viel grüner. Das ist so ein Ausblick dann von Borva am Start der Wanderung, wie wir sehen hier überall so zerstückelt dieses Gelände. Wo es geht, wird eben Landwirtschaft betrieben, teilweise aber auch fast zu steil, ohne eben aufwendige Terrassen zu bauen, ist das schwierig. Leider ein bisschen trüb am Morgen, denn da hinten wäre Sizilien, aber wir werden das noch später sehen. Gleich am Anfang der Wanderung, am Wegrand, eine Gattung, die ich selber noch nie gesehen habe, und das ist die Gelbdolde mit ziemlich unscheinbaren Blüten. Diese Gattung gibt es in Südtirol nicht, eben gehört zu den Doldengewächsen, hat eine ziemlich komische Verbreitung in Italien, sonst ist sie im Mittelmeer heimisch, kommt auch bis Vorderasien hinüber. Eine weitere Art, eine Euphorbia, die es bei uns nicht gibt, die eben in Süditalien vorkommt, laut Euromed nicht auf dem Festland, aber eben laut der Uni Trieste schon. Und das ist eben die steife Wolfsmilch, hier ziemlich weit verbreitet mit diesen harten, spitzigen Blättern. Und dann eines der Highlights immer im Mittelmeer, diese Ragwurzen. Und zwar ein Highlight, weil sie wirklich eine sehr schöne Orchidee ist und weil sie diese spezielle Anpassung hat, wo eben die Blüte ein weibliches Insekt nachmacht. Dann kommt das Männchen, in diesem Fall ist es eine Wildbiene aus der Andrena-Gattung, die das dann eben da mit diesen Weibchen eben auch wirklich korpuliert und dabei kriegt sie die zwei Pollensäcke auf dem Rücken geklebt und fliegt dann zur nächsten Blüte und so bestäubt sie diese Art. Immer schwierig zu bestimmen. Ich bin da auf Incubacea gekommen. Mittlerweile heißt sie Atrata, also eine Unterart der Spinnenragwurz. Die richtige Spinnenragwurz gibt es ja nicht in Kalabrien, aber diese Unterart, die auch schwarze Ragwurz genannt wird.
Eine andere Gattung, die typisch ist fürs Mittelmeer, ich kenne aus Spanien einige Arten, die im Violett blühen. Hier ist es eine gelbblühende, noch nicht blühend und danach schon fast verblüht. Es ist eine Lippenblütler mit sehr weichen Blättern. In Spanisch wird sie auch Matagayo, das heißt Hennentöter genannt, weil anscheinend, wenn die Henne so ein Blatt isst, dann erstickt sie, weil das da kleben bleibt. Ob das wirklich passiert ist, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle eben ein strauchiges Brandkraut auf Deutsch. Flomis ist die Gattung in Lateinisch und auch die kommt eher von Italien ostwärts vor. Und in manchen Orten Italiens ist sie eben verwildert. Typisch fürs Mittelmeerraum, eine der emblematischen Gattungen, die Zistrosen. Ich dachte mir zuerst, das ist die weißliche, die ich sonst gut kenne aus Spanien und so. Aber es ist eben eine andere Art, die graubehaarte, die ziemlich ähnlich ist, vielleicht, Entschuldigung, ein bisschen kleinere Blätter und so ein bisschen kraus auf der Seite. Die weißliche kommt ja nur bis Norditalien, die ist ein westmediterranes Element, hingegen die Cistus creticus kommt im ganzen Mittelmeerraum vor, hat auch so eine rosa-lila Blüte und eben ziemlich behaart an ihren Blättern. Eine ziemlich weit verbreitete und häufige Zistrose ist die salbeiblättrige mit ziemlich kleinen Blättern und auch nicht allzu großen Blüten, die hingegen weiß sind, im ganzen Mittelmeerraum vorhanden, auf saurem Gestein. Hier im Aspromonte haben wir fast nur saures Gestein, wir haben viel Granit, Gneis und dann in den höheren Lagen auch Schiefer. Die nächste Zistrose ist diese Montpellier-Zistrose, die hat schmalere Blätter mit drei Adern, ist ein bisschen klebrig und drüsig, wie mehrere Zistrosenarten und auch ziemlich aromatisch. Eine so mittelgroße Blüte, aber eben die Blätter sind so ganz typisch und leicht zu erkennen, die Montpellier-Zistrose. Der Weg ist teilweise sehr gut gemacht, ist ein offizieller Weg vom Nationalpark, später dann ein bisschen zugewachsen und das ist im Mittelmeerraum immer lustig, weil die Sträucher ja ziemlich kratzen. Das Ziel ist hinunterzugehen, um dann hinaufzukommen, denn das da hinten ist Galiziano. Und auf dem Weg dorthin gibt es noch ein paar Arten zu schauen, diese Steinbrech. Nicht ganz, ganz sicher, sollte aber stimmen, weil so viele Steinbrecharten gibt es auch nicht da im Süden. Diese Art hat einen Namen, der stammt aus Mittelspanien. Da hat es ein Volk vor den Römern gegeben, das waren die Carpetaner. Und da diese Art dort zum ersten Mal bestimmt wurde in Mittelspanien, hat sie diesen Namen bekommen. Auf Deutsch habe ich keinen Namen gefunden, deswegen habe ich das weggelassen. Da auch eine interessante Verbreitung, wie wir hier sehen. Ein ziemlich netter, kleiner Steinbrech. Eine sehr nette Gänsekresse, sehr interessant dieser Farbkontrast bei der Blüte, violett die Blütenblätter und gelb die Staubblätter. Es ist die Frühlingsgänsekresse, die im Apennin vorkommt, aber eigentlich im ganzen Mittelmeerraum und auch ziemlich auf den Berg hinaufgeht. Ich habe sie vorher noch nie gesehen, zumindest in Blüte noch nie. Mal einen Käfer zur Abwechslung. Diese lustigen Ölkäfer, die so plump ausschauen und eben die Art stimmt, weiß ich nicht. Auf alle Fälle ist es ein Männchen, man erkennt es jetzt hier vielleicht nicht so gut, aber die Antennen sind, zuerst haben sie dickere Teile und dann dünnere. Eben wenn sie so unterschiedlich gestaltet sind, ist das bei den Ölkäfern ein Zeichen für Antennen, für Männchen. Und Ölkäfer, wieso? Die haben so giftige Abwehrstoffe, die bei den Beinen rauskommen und wie Öltropfen dann rausschauen. Und deswegen hat diese Gruppe von Käfern diesen Namen bekommen. Eine Winde, und zwar die zierliche Winde, die hat auch Namen gewechselt. Früher war es die Elegantissimus, mittlerweile ist es eine Unterart von der malvenblättrigen Winde. Und wie wir hier sehen, hat auch ganz so zierliche, nette Blättchen, überwächst so hier die Steine und war eben ziemlich häufig hier in diesem Gebiet. Dann wieder mal ein Orchidee, und zwar das italienische Knabenkraut. In Südtirol haben wir ja das Affenknabenkraut, das sehr ähnlich ist. Das öffnet aber die Blüten zuerst oben und dann unten. Hingegen das italienische umgekehrt öffnet zuerst die unteren Blüten und dann später die oberen Blüten. Diese Art gibt es bei uns nicht. Die kommt von Mittelitalien südwärts vor, eigentlich mehr oder weniger im ganzen Mittelmeerraum. Wenn man sich jede Blüte anschaut, schaut es wie ein Männchen aus mit einem Helm an. Ist eigentlich sehr nett, war hier zerstreut, verbreitet, immer wieder ist sie aufgefallen am Wegesrand.
Nun bin ich fast ganz unten, wie wir hier sehen, das Flussbett ist sehr, sehr breit eben. Das ist die Fiumara Mendolea. Und eben, ich werde da hinuntergehen. Es ist zum Glück nicht viel Wasser, kann man gut durchqueren und dann auf der Seite hinaufgehen bis Galizianon. Unten am Fluss findet man den Ort, wo der Oleander eigentlich zu Hause ist. Wenn man im Mittelmeergebiet ist, wächst er in diesen Lebensräumen am Fluss entlang, sozusagen fast wie Auen, da, wo das Wasser manchmal steht und manchmal auch nicht. Der Oleander kommt ja von Europa bis China vor. Wahrscheinlich sein Ursprung ist China. Ich habe erst vor kurzem gelesen, dass man den Verdacht hat, dass er vielleicht auch im Mittelmeerraum nur eingeführt wurde vor ein paar tausend Jahren. Hier sehen wir mal die Früchte. Es sind zwar schon die alten Früchte, die aufgegangen sind. Er blüht ja dann erst später Richtung Sommer. Eine interessante Familie, mal ganz eine andere. Hundsgiftgewächse gehört der Oleander dazu. Ist ja auch giftig. Gibt es ja auch ein paar Geschichten, wo man mit Oleandertee Menschen vergiftet hat. Das ist ein Blick dann von der anderen Seite nach unten. Da sieht man wirklich, wie beeindruckend das ist. Ein bisschen wie ein Gletscher schaut es teilweise aus, wie die Moräne von einem Gletscher. Und dem im Moment fließt das Wasser nur, plätschert es nur dahin. Es war eine recht trockene Zeit davor, aber sobald es wieder mal fest regnet, das kann da im März, April auch teilweise passieren, steigt dann gleich der Pegel dieser Fiumara. Das ist das Dorf dann, Galizianon, ein anderes wichtiges Zentrum in diesem Aspromonte Grecano. Mittlerweile leben aber nur mehr 50 bis 60 Menschen da. Wie wir auch sehen, viele Häuser sind eher verlassen. Hat eine katholische Kirche, wie wir sehen, danach werden wir noch eine andere Kirche sehen. Hat dieses Theater, ist jetzt nicht von den Griechen, sondern erst kürzlich erbaut worden, ohne Bühne, denn die Bühne ist die Landschaft rundherum, immer aus diesen schönen Gestein gemacht hier, wie die ganzen Häuser. Und dieses Gebäude da oben, das ist ein altes Bauernhaus, ist seit 20 Jahren eine griechisch-orthodoxe Kirche. Damit wollte man wieder die Verbindung herstellen zu Griechenland und hofft man sich auch, dass Pilger dann wieder dieses Gebiet besuchen, das zu griechischen Zeiten ja recht wichtig war. Interessant, hier lebt auch ein Schweizer ab und zu. Im Sommer ist er Hirte im Wallis, aber dann im Winter verbringt er mehrere Monate hier in dieser Ortschaft. Ich habe ihn nicht getroffen, er war im Moment nicht da. Das haben mir Menschen vor Ort erzählt, die gerade beim Brotbacken waren und sehr nett waren und mir da frisches Brot dazu eingeladen und mit denen wir gequatscht haben. Das war sehr interessant. Kalabrien ist ja ein Auswanderungsland und sie haben erzählt, die haben da, was weiß ich, 100 Brote gebacken, so große. Und dann haben sie erzählt, dass sie teilweise die in die Schweiz schicken, weil ihre Kinder, manche von ihren Kindern da leben und das Brot in der Schweiz ist so teuer. Deswegen schicken sie ihnen das kalabresische Brot nach oben auch, weil die es gewohnt sind und weil es ihnen schmeckt. Ich habe jetzt leider kein Bild davon. Lustig auch der Fußballplatz. Da muss man mit dem Raum gut umgehen. Ist ja alles ziemlich steil. Da werden sie dann immer streiten, wer bei welchem Tor ist, weil eines von den zwei hat sicher einen Vorteil. Nochmal ein Blick zurück auf Galizianon, eben nochmal die Hauptkirche, die katholische. Und eben, was hier im Süden oft auffällt, ich habe jetzt kein Foto gemacht, aber da neben der Straße war viel davon, eben die ganzen Müllsäcke. Hier ein Bild von ein bisschen weiter unten, wo alles Glas war. Leider funktioniert es nicht immer so gut mit der Müllabfuhr. Immer wieder ist die Deponie geschlossen und es wird nichts abgeholt. Teilweise organisieren sie sich dann selbst im Dorf mit einem Lastwagen, bringen sie dann alles zur Deponie. Und ja, ist ein Problem, das hoffentlich in Zukunft in den Griff bekommen wird. Gut, beim Abstieg hat man weite Aussichten über diese Kulturlandschaft. Hier sehen wir Olivenhaine und Gebiete, die für die Weide genutzt werden. Und eine sehr nette kleine Art, die nur wenige Zentimeter hoch wird. Es ist ein Filzkraut und eben Zwergfilzkraut, aber ich habe den Namen auch Zwergedelweiß gefunden und irgendwie passt das, glaube ich, ganz gut. So kleinwüchsig und dem Edelweiß ähnlich, da es so behaarte Blätter, eben Hüllblätter und Blätter hat. Die Gattung Filago gibt es auch in Südtirol eben, aber diese Art nicht. In den Weiden dann gibt es ein paar Halbschmarotzer. Das ist eine Ex-Bellardia-Art, mittlerweile die Gattung Parentucelia. Früher wurde sie auch gelbe Barzia genannt. Wenn man die Blätter anschaut, ähnelt sie auch sehr einer Barzia. Mittlerweile aber gelbes Teerkraut, Viscosa, sie ist ziemlich klebrig. Eben.
und ist eine von diesen Halbschmarotzer. Die andere, die ich da gesehen habe, ist diese Punte Belardia, Belardiae, und auf Lateinisch Belardia Trixago, die ist kleinwüchsiger und auch eine andere Blüte, aber auch hier wieder diese Blätter, die sehr ähnlich sind wie die anderen Arten von dieser Familie, wie zum Beispiel die Augentrostarten oder eben die Bartzia. Auch diese Art ist in Amerika nicht so beliebt, in den Mittelmeerzonen Amerikas, wo eben so ein Mittelmeerklima ist, in Kalifornien und auch im Süden, unten im Chile, ist sie ein ziemlich invasiver Neophyt. Nochmal ein Blick hinunter auf diese beeindruckende Fiumara, hier mit einer Mauer teilweise blockiert, sonst wäre sie wahrscheinlich noch viel breiter. Man erkennt sie jetzt vielleicht nicht so gut durch das ganze Licht, aber hier haben wir Bergamottehaine. Das ist hier das Hauptanbaugebiet dieser Zitrusfrucht. Vielleicht habt ihr mal davon gehört, Bergamotte. Man tut sie eigentlich nicht essen, dafür ist sie zu bitter, aber sie ist sehr wichtig für die Parfümerie. Man gewinnt aus ungefähr 200 Kilo Bergamotte, glaube ich, ein Kilo Essenz. Das schickt man dann nach Frankreich, nach Grasse. Vielleicht wart ihr mal da. Das ist dieser Hauptort für die Parfümerie in der Provence. Und sonst macht man noch so Produkte wie Liköre oder man tut es ein bisschen in die Süßigkeiten und so hinein. Da unten eben ist das neue Amendolea, diese paar Häuser, während oben auf dem Hügel das alte Amendolea ist, mit der Ruine eines Schlosses, des Schlosses der Ruffo. Das ist ein wichtiges Adelsgeschlecht, das es heutzutage auch noch gibt. Die Königin von Belgien, die 2013 abgetreten ist, Paula, ist eben aus diesem Adelsgeschlecht Ruffo. Und dieses Dorf oben auf dem Hügel wurde verlassen im Laufe des 20. Jahrhunderts. 1908 war ja ein verheerendes Erdbeben hier in Süditalien, das mal viel zerstört hat, und danach auch Ungewitter haben dieser Ortschaft viel mitgenommen, und weiter unten wurde es dann neu erbaut. Ich bin jetzt auf dem Weg zurück Richtung Borva hinauf, das ist so eine Runde, und da komme ich zu einer anderen Anemone, die ist jetzt ein bisschen stärker lila noch und hat auch die Blätter ein bisschen anders gefiedert. Die Anemone Hortensis, die kommt eben von Italien Richtung Osten vor, im Mittelmeergebiet und auch in Osteuropa. Sternanemone auf Deutsch. Eine schönes Süßklee mit sehr schönen roten Farbtönen in ihrer Blüte. Kronensüßklee, das auch einen anderen Gattungsname hat, Sulla für die Unitrieste, für die Italiener, kommt eben nur in wenigen Gebieten vor, in Spanien, in Marokko, bis Algerien da, Tunesien im Norden Afrikas. Für Italien wird sie von Euromed nicht mal angegeben, aber laut Unitrieste kommt sie da im Süden Italiens vor, und wie wir hier sehen, sollte das auch stimmen. Das ist am Borva, von weiter unten gesehen, ganz oben auch hier ein Schloss, wahrscheinlich aus der normannischen Zeit, Überreste, eben eine Ruine, und von diesem Schloss oben hat man sehr schöne Ausblicke, und am Nachmittag hatte ich dann Glück, da konnte ich Sizilien hinüberschauen, der größte noch aktive Vulkan auf dem Festland Europas, der Ätna, war auch gerade im Ausbrechen. Das sind nicht Wolken, sondern das ist Rauch. Die Nächte davor waren auch kleine Feuerwerke. Ich bin dann am Abend nochmal schauen gegangen. Ich habe leider keine gesehen live. Wir sehen aber, wenn man gut schaut, sogar noch Schnee auch auf anderen Seite. Wir sind ja Ende März, Anfang April, und der Ätna ist ja über 3000 Meter hoch, hat ja auch ein Skigebiet, und dann bleibt der Schnee lange liegen. Wie wir hier sehen, Sizilien ist sehr nahe. Da ist die Straße von Messina, die da rechts hinauf geht. Es geht dann weiter nach Pente d'Attilo, immer noch im Aspromonte-Gebiet. Diese Ortschaft ist in den letzten Jahren sehr bekannt geworden, weil es ein schmucker kleiner Ort ist, eigentlich verlassen. In den 70er Jahren wurde der obere Teil vom Dorf verlassen und die Leute sind weiter nach unten gezogen. Mittlerweile sind hier wieder Leute eingezogen. Das sind eher Aussteiger oder Menschen, die sich so mit Kunsthandwerk ihr Leben verdienen. Aber da es mehr und mehr vom Tourismus entdeckt wird, werden die ersten Häuser wieder renoviert, um Bed and Breakfast zu machen oder eben so kleine Geschäfte. Und ein Gasthaus existiert auch. Im Moment war es nicht offen. Pente d'Attilo heißt fünf Finger, und wenn wir hier zählen, die Felsen, sehen wir, der Berg dahinter, der Monte Calvario, besteht eben aus fünf Felsen, deswegen die fünf Finger. Ich habe hier eine kleine Runde um diesen Felsen gemacht,
Und hier sehen wir eben das Dorf von der Seite. Da ist eigentlich ein Hauptweg, der da durchführt. Da oben ist die Kirche eben. Und auf dem Weg entlang dann auch hier wieder alles prächtig in Blüte. Wir sehen hier diese orange Blüte, vielleicht ist sie euch vorher auch schon manchmal aufgefallen. Das ist eine Ringelblume, und zwar die Suffruticosa, könnte man in Deutsch als halbstrauchige übersetzen. Eine Unterart, da gibt es mehrere Unterarten, und diese Unterart kommt eben nur in Italien, auf Malta und in Marokko vor. Ist ziemlich behaart, wie ihr hier seht, und ziemlich ein helles Grün. Auch hier wieder eine interessante Landschaft, karg, aber doch auch genutzt. Hauptsächlich Olivenhaine sehen wir. Und eben einen Milchstern. Mir hat der italienische Name gut gefallen, deswegen habe ich ihn hingeschrieben. Latte di Gallina. Calabrese eben, deswegen habe ich ihn auch kalabrischen Milchstern genannt. Ist ein Ornithogalum eben, der eben von Italien ostwärts vorkommt bis zum Iran hinüber. Und man erkennt ihn durch diesen schmalen Blättern, fast schon so schnittlauchartmäßig die Blätter. Ganz, ganz niedrig wachsend, wie wir hier sehen. Wird auch teilweise abgebissen. Hier sind so Ziegen unterwegs und so. Wahrscheinlich schmeckt er ganz gut. Eine ganz nette Art von den Korbblütlern, und zwar eine Steinimmortelle. Ich habe kurz geschaut, von wo der Name kommt, der Deutsche, aber ich habe ihn nicht gefunden. Finde ich sehr nette Namen. Es gibt da zwei ähnliche Arten. Der Rupestre, Fagnalus rupestre, hat die Hüllblätter nicht so abgebogen, sondern die sind also nicht abstehend, sondern anliegend, während der Saxatile so die Hüllblätter abstehend hat. Und auch dies ist eine Art, die in den Mittelmeerraum vorkommt. Eine Art, die wir auch von uns kennen als Neophyt eben, die Kronenwucherblume, diese gelb blühende Art hier, früher ein Chrysanthemum. Viele Arten wurden ja aus der Gattung Chrysanthemum weggetan. Und wie wir hier sehen, waren die Wiesen stark mit dieser schönen gelben Blüte gefüllt. Nochmal ein letztes Blick auf diese schöne Ortschaft. Das Wetter war ja traumhaft an diesem Tag. Ich war da ein paar Tage mit einem Freund aus Reggio Calabria unterwegs, und da es da so warm war, haben wir es genutzt, um das erste Bad des Jahres zu machen. Wir sind da eben in die Meeresenge von Messina hineingesprungen, kurz, weil das Wasser ist klarerweise noch ein bisschen frisch. Aber da es ziemlich warm war, haben wir es dann ganz toll gefunden. Danach sind wir zu einem Schloss gefahren, das so oberhalb von dieser Meeresenge liegt, von den Normannen erbaut, zur Zeit, als die Sarazenen da im Mittelmeerraum ihr Unwesen getrieben haben. Das Schloss von Santo Niceto, auch so circa 1000 Jahre alt, wurde in den letzten Jahrzehnten erneuert, kann man jetzt auch besichtigen, und war ein wichtiger Fluchtort für die Leute aus der Umgebung und auch für die Leute aus Reggio Calabria. Das ist Reggio Calabria, und auf der anderen Seite drüben, das ist Messina eben in Sizilien. Reggio Calabria habe ich selber keine Fotos gemacht, wir haben da eine kleine Runde gemacht. Sehr bekannt ist der Lungomare aus den 90er Jahren, der eben auch der schönste Kilometer Italiens genannt wird. Oft wird das fälschlicherweise D'Annunzio in den Mund gesteckt, aber das hat er nie gesagt oder geschrieben, sondern wahrscheinlich nur die lokale Bevölkerung gibt damit an. Haben Sie nicht ganz Unrecht, weil die Aussicht auf Sizilien hinüber an schönen Tagen ist wirklich beeindruckend. Man sieht auch manchmal den Ätna und die Küste drüben, die sich im klaren Wasser spiegelt. Bekannt ist dann noch das Castello Aragonese, das schon in der Antike gegründet wurde und dann immer wieder umgebaut wurde und zuletzt von den Aragonesern genutzt wurde. Und vielleicht für manchen ein Begriff sind die Bronzi di Riace. Die wurden an der ionischen Küste in Riace, das ist nicht weit weg von Stilo, gefunden. Die stammen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus und waren ein Sensationsfund, weil sie noch so gut erhalten sind. Und die sind da im Museo Nazionale della Magna Grecia in Reggio Calabria aufbewahrt, das leider auch geschlossen war, weil ja Kalabrien gerade rote Zone war. Gut, es geht dann weiter. Wir gehen jetzt auf die andere Seite vom Aspromonte hinüber und Richtung Schilla. Und eben es geht, ich bin da mit dem Zug sehr schön diese Strecke entlang gefahren bis nach Schilla. Und dann bei der Wanderung ein bisschen aufwärts habe ich sehr schöne Ausblicke über die engste Stelle gesehen. Da sind es knapp 3,2 Kilometer zwischen dem italienischen Festland und
eben Sizilien. Das ist der Capo Peloro und man hört ja oft von dieser Brücke, die da gebaut werden möchte. Im Moment ist es ja gut verbunden mit diesen Fähren, die sogar die Eisenbahn mit auflegen und ja, eine sehr tolle Zone. Und wenn man Glück hat und gut schaut, sieht man hinten auch Inseln. Und zwar sind das die Äolischen. Und welche von den Äolischen das ist, weiß ich jetzt nicht. Aber danach werden wir noch eine andere sehen. Bei diesem Weg entlang, dann in Blüte, den Pfrimmenginster, den habe ich schon davor gesehen, aber da war er noch nicht blühtend, ist vielleicht der typische Ginster im Mittelmeerraum, der so schön die Berg- und Hügelhänge so gelb färbt, auch bis zu uns rauf kommt er ja. Als Unterwuchs dann ganz, ganz gelb, ja, unter diesen Olivenbäumen haben wir eine Art, die aus Südafrika kommt, und zwar ist es ein Sauerklee. Wir haben ja in Südtirol auch gelb blühende Sauerklees, die nicht heimisch sind. Und im Mittelmeerraum als ziemlich invasiver Neophyt finden wir diesen nickenden Sauerklee. Eine Sommerwurz, bin ich mir nicht ganz sicher über die Art, nicht so leicht zu bestimmen, diese Sommerwurzen. Ein Schmarotzer eben, der da mit den Wurzeln an einer anderen Pflanze saugt. Ein weiterer Schmarotzer von einer anderen Gattung, von den Blauwürgern, gibt es auch in Südtirol ein paar Arten, alle aber eben gefährdet. Das ist wahrscheinlich oder fast sicher Felipanchenana, der Zwergblauwürger, der eben da ziemlich häufig war. Eine Art, die ich noch nie gesehen hatte, aus der Baldrian-Familie eben, Fedia, oder auf Deutsch findet man sie als Fedia, ich habe sie zartblütige Fedia übersetzt. Ja, Fedia graziliflora sollte es sein, laut Euromed gibt es bei uns in Italien nur die Cornucopia, aber vom Anschauen und auch laut der Uni Trieste gibt es bei uns auch die graziliflora, eben wie die Baldrian-Gewächse, alle mit den gegenständigen Blättern und auch diese typische Blütenform mit dem Kelch und ja, eine nette kleine Blume. Was wir hier sehen, auch zum Vergleich, vorher hatten wir ja die Steineiche und das ist die Art, die eben der Steineiche den Artnamen gibt. Ilex aquifolium, die europäische Stechpalme, die auch noch im Süden Südtirols in ein paar Orten vorkommt, eine weite Verbreitung hat, eben am Atlantik eben bis hinauf nach Schottland und Irland kommt, im Mittelmeerraum eher in höheren Lagen vorkommt, wo es eben im Winter noch mild ist, aber auch noch relativ feucht braucht. Sie ist nicht zu trocken. Und wenn wir uns die Blätter anschauen, die sind wirklich sehr ähnlich wie die Blätter von der Steineiche. Ein Blick hinunter auf Schilla ist auch ein bekannter Ort in Kalabrien. Der Name kommt ja von diesem Ungeheuer da in der Meeresenge von Messina, hat es ja Schilla und Karidi gegeben, die ja von Odysseus bekannt wurden. Und eben, die haben da den Bootsfahrenden das Fürchten gelernt. Wahrscheinlich war Schilla eine Nymphe, die von Circe eben verwandelt wurde zu einem Monster. Das ist eine der Legenden. Auch hier wieder ein Schloss, das dem Adelsgeschlecht der Rufer gehört oder vielleicht auch noch gehört. Im Schilla eine sehr nette Ortschaft, auch mit einem sehr schönen Meer. Das ist ein Blick in die andere Richtung zum den höchsten Gebiet des Aspromonte und wir sehen hier noch Schnee, denn hier unten gibt es ein Skigebiet und zwar, das wurde 1956 gegründet, das ist das älteste Skigebiet in Süditalien, das ist bei Gambarie, heißt die Ortschaft da in der Nähe, diese Berge sind ungefähr 1500 Meter hoch, also nicht sehr hoch, aber man kann Skifahren, ich habe jetzt auch aus Neugierden in die Webcam geschaut und die haben im Moment schon in der Ortschaft selber so 20, 30 Zentimeter Schnee. Das ist eben die, kann man sagen, die Regenseite vom Aspromonte, während die andere Seite, wo wir vorher waren, sehr trocken sind, die wird auch Kalafrika genannt, weil es so ein afrikanisches Klima ist, ist es auf dieser Seite, wie wir auch vorher gesehen haben und auch hier, grüner und auch niederschlagsreicher und anscheinend auch kalt genug, dass man Skifahren kann. Es sind nur ein paar Pisten, nichts allzu Großes, aber man kann da wirklich Skifahren und man sieht die Meeresenge, man sieht bis Sizilien hinüber. Eine Aaronstab, der eben fast in Südtirol vorkommt, in Trentino gibt es ihn noch. Da ist immer sehr interessant, die Frucht zu sehen. Ja. Die Blüte wächst eigentlich direkt vom Boden raus, hier schon ein bisschen verwelkt, ziemlich groß und weiß. Die Blätter sind so weißlich gefleckt. Es gibt ja dann noch den gefleckten Aaronstab, der hat dann dünklere Flecken auf seinen Blättern. Diese
Ahornstabe haben ja eine auch interessante Bestäubungsmethodik. Die locken die Fliegen an, indem sie ziemlich schlecht riechen. Die Fliegen bleiben ein bisschen drin gefangen, dass sie voll Pollen sind und dürfen erst nach einer Weile wieder raus, wenn sie wirklich voll sind und zur nächsten Blüte fliegen. Eine Pfingstrose, könnte man sagen. Und zwar ist es eine Nieswurz, sonst heißt sie auch auf Deutsch. Das ist eine Unterart der grünen Nieswurz und die kommt nur in Italien vor, ein Endemit aus Italien. Eben hier schön in Blüte, hier waren mehrere Exemplare, aber eben die wenigsten waren in Blüte. Entschuldige, nicht Pfingstrose, sondern Christrose. Pfingstrosen sind die Peonias, ja. Helleborus, das sind die Christrosen. Gut, ein Strauch, der typisch ist, sehr interessant, wie viele Blüten sich da ineinander schlängen, gehört zur Familie der Ölbaumgewächse, macht auch wie so kleine Oliven als Frucht. Das sieht man auch immer wieder, da gibt es zwei Arten, der schmal- und der breitblättrige davon oder breitblättige Steinlinde, die man im ganzen Mittelmeerraum findet. Das ist jetzt die schmalblättrige. Und dann am Wegesrand ein wunderschönes Blütenmeer, in echt noch viel schöner. Von diesem Sauerklee, den wir vorher gesehen haben, und das Violette ist diese Fädie, dieses Baldriangewächs, das wir vorher hatten. Eben hier kann man vielleicht ein bisschen erkennen, war sehr toll. Das war so ein kleiner Streifen, vielleicht 20 Meter lang und 2-3 Meter breit, wo prächtige Blüte war. Nochmal ein Blick Richtung Norden kann man sagen, denn am nächsten Tag werde ich da eine Wanderung unternehmen, hier entlang. Und deswegen ein Bild davon, da werde ich starten in dieser Ortschaft, das ist Balmi. Und da im Hintergrund sieht man schon das Gebiet, wo dann auch Tropea ist, aber es war ein bisschen trüb an diesem Tag. Unter uns eben ist Schilla. Und das ist nochmal ein Blick von der anderen Seite auf Schilla, von wo wir davor geschaut haben. Das ist wieder dieses Schloss. Und dieses Viertel hier heißt Chianalea. Dieser Name kommt vom Schwertfisch, ja, vom dialektalen alten Wort für Schwertfisch und eben Schilla ist eines der Hauptorte für die Schwertfischjagd und da haben sie dieses lustige System, kleine Boote mit einem sehr hohen Masten, da oben sind dann mutige Menschen, die eben Ausschau halten für einen Schwertfisch, wenn sie einen sehen, schreien sie hinunter und vorne dann mit der Harpune oder mit einem Speer muss dann der richtige Fischer versuchen, diesen Schwertfisch zu fangen und dazu hat er eben diesen Balkon, der da vorne hinausschaut. Chianalea ist eben das Fischerviertel von dieser Ortschaft von Schilla, hat eben eine sehr schöne Hauptgasse, ist der touristischste Ort von dieser Gegend. Das ist eben von diesen Hauptgassen gehen immer wieder so kleine Zugänge zum Meer hinunter, wo die Leute ihr Boot halten, wie auch hier ein größerer Zugang zum Meer mitten in diesem Ort. Wir sehen, das Meer hat wirklich sehr schöne türkisblaue Farben. Es geht dann eben weiter, wie gesagt, nach Balmi. Ist ein bisschen größer, hat fast 20.000 Einwohner, wurde aber von Erdbeben Anfang des 20. Jahrhunderts ziemlich mitgenommen und deswegen ist nicht mehr viel übrig, die Ortschaft nicht allzu schön. Die Küste ist recht nett, das Ziel der Wanderung ist dieser Hügel dahinter oben, aber zuerst geht es mal dem Hang entlang mit wunderschönen Aussichten über die Costa Viola heißt sie, weil anscheinend ist das Meer hier violett gefärbt. Mit diesem Beamer stimmt das sogar, sonst ist es eher blau gewesen und das reicht eben diese Costa Viola ungefähr von wo die Meeresenge beginnt bis herüber nach Balmi. Der Weg ist eigentlich sehr schön hergerichtet, ist ausgesetzt, aber breit genug, dass man nicht Angst haben muss. Hier vielleicht erkennt ihr, es gibt wieder viele Bäume ohne Blätter. Und das sind wieder Kastanien. Und ein paar Arten, die ich hier gesehen habe, die wir noch nicht gesehen haben. Ein Beinwell, das es bei uns nicht gibt. In Trentino kommt es noch vor. Das ist das kleine Beinwell, teilweise schon verblüht. Eher so weißlich die Blüte. Eben auch eine interessante Verbreitung von Frankreich in Richtung Osten. Der Ahorn, der hier vorkommt, ist eben der bosnische oder ungarische Ahorn. Lustigerweise, für die Italiener ist es der ungarische Ahorn, für die Deutschen der bosnische. Es ist die Unterart oder mittlerweile auch als Art gesehen Obtusatum. Acer opalus ist der schneeballblättrige Ahorn und das ist eben die Unterart, die hier im Süden Italiens und auf dem Balkan und im Osten Europas vorkommt. Mit ziemlich stumpfen Lappen, wenn ihr die hier erkennen könnt. Eben der Weg, wie ihr seht, ganz nett.
mal eine Heuschrecke, und zwar eine interessante Heuschrecke. Das ist die Wanderheuschrecke, und schauen, wer sie findet, muss man gut schauen. Mit den Flügeln und dem restlichen Körper gut getarnt dazwischen dem braunen Boden und diesem Gras. Wanderheuschrecken haben zwei Stadien. Das ist die sesshafte Stadium, wo sie eben so grün-braun sind. Wenn sie so grau-braun sind, dann fangen sie an zu wandern. In Europa passiert das anscheinend nicht mehr, hat es früher gegeben, aber diese Art kommt auch in Afrika vor, wo sie dann wandert. Ist einer dieser berühmten Wanderheuschrecken, wo man oft etwas hört. In Südtirol hat es Funde gegeben früher, mittlerweile eben wurde sie nicht mehr gefunden. Man weiß nicht, ob eben sie nur auf Durchzug war oder von wo sie da, oder ob sie auch wirklich sesshaft war. Das ist eben dann die Wanderung, wenn sie zurückführt. Zuerst waren wir ein bisschen weiter unten, danach geht man wirklich ganz hinauf bis zum Kamm, und da finden wir eben eine Baumart, die im Italien weit verbreitet ist, die Schwarzföhre. Diese Unterart ist eigentlich die angepflanzte. Es gibt zwei weitere Unterarten, die was in Sila, die ich vorher genannt habe, die so hoch wird, und dann die andere, die eben von Frankreich, Korsika, Sardinien herüberkommt, die Unterart Salzmanni. Schwarzkiefern gibt es ja bei uns angepflanzt. Das ist dann das Ziel, eben Monte Sant'Elia, oberhalb von Palmi, das ist die Ortschaft, wo ich vorher gestartet bin, die drei Kreuzer, die eben den Hügel, wo Jesus gekreuzigt wurde, nachgebildet sind. Sehr schöne Aussicht, leider trüb, denn da hinten wäre eben diese Gegend, wo dann dahinter auch Tropea ist. Beim Abstieg noch ein paar Arten, eine schöne Gamswurz, die hier häufig in Blüte war, mit wenigen Stängelblättern, die eben von Italien ostwärts vorkommt, Richtung Osteuropa eben, und eben auch östliche Gamswurz heißt. Und einen Erdrauch, bei uns gibt es den nicht, kommt von der Familie von den Mohngewächsen, der rankende Erdrauch, weit verbreitet, Mittelmeerraum bis Vorderasien und noch weiter. Und nochmal sehr schön eben am Wegesrand dieser Apennin-Anemone oder Winterröschen eben, das hier gerade in höchster Blüte war zu dieser Zeit. Gut, nun zur letzten Etappe. Und zwar sind wir hier am Horn Kalabriens. Diese Küste wird auch Costa degli Dei, also die Götterküste genannt, weil sie so schön ist. Wird oft mit der Karibik verglichen. Wir werden danach ein paar Bilder sehen von der Farbe des Meeres. Interessant ist, dass da eine Hochfläche ist auf 700 Meter, der Monte Poro, und die eben ziemlich steil dann nach unten fällt. Eben oben ein bisschen flacher, aber hier, wo ich hinaufgehen werde, ein bisschen steiler. Die Wanderung startet eben in Joppolo. Da habe ich mit einem alten Herrn geredet, und der hat gesagt, ah, wie Bressanone, ja super, da gibt es ja viele Menschen aus Joppolo, die da hingezogen sind. Ich kenne zwar keinen, aber interessant, wie viele Orte ziemlich von der Abwanderung betroffen. Heute sind 2000 Einwohner, vor 100 Jahren waren doppelt so viele, und einige davon leben eben auch in Südtirol, zwischen Brixen, Bozen und anderen Ortschaften. Ist im Vergleich zu den anderen Orten der Costa degli Dei nicht allzu touristisch und hatte eben fast keine Hotels oder Ferienanlagen. Mal ein Gras, und zwar eines der schönsten Gräser für mich, eben das große Zittergras. Wir haben ja das gewöhnliche Zittergras Brisa Media in Südtirol, das eben auch auf den Bergwiesen vorkommt. Und im Mittelmeerraum finden wir eben das große, das eben größere Blütenstände hat. Eine Stechwinde, die sehr häufig ist im Mittelmeerraum, eben die ist eine Kletterpflanze, die über diesen Sträuchern drüber wächst. Man muss ein bisschen aufpassen, weil sie ziemlich stachelig ist. Hier sehen wir die Blüte, ist so klein und ziemlich unscheinbar. Hier habe ich sie dann mit den roten Früchten gesehen. Sehr weit verbreitet, nicht nur im Mittelmeerraum, kommt auch in Afrika und Asien vor. Ist eben eine eigene Familie, die Stechwindengewächse. Smilax aspera ist diese Art, die was wir im Mittelmeer haben. Ein Blick zurück, eben leider war es an diesen Tagen nicht so schön. Es hat auch ein bisschen geregnet. Wir sehen hier den Weg, der ziemlich schön gemacht ist, so über Kehren nach oben geht. Und auf dem Weg hinauf eine Wachsblume. Wir haben ja in Südtirol zwei Arten, die kleine und die alpine, die leider eben beide ziemlich gefährdet sind. Das ist die große Wachsblume, die im Mittelmeerraum vorkommt, die ich auf mehreren Wanderungen hier im Kalabrien gesehen habe und eben diese schöne Blüte hat und so ein wachsiges, wenn man es angreift.
Das ist das Ziel, eben oben, dann auf Monte Poro ist diese Kirche, Santuario Madonna del Carmelo, ziemlich interessanter Name. Und dieser Monte Poro ist eben eine Hochfläche, die landwirtschaftlich sehr genutzt wird. Einerseits Schafe, wo die Hunde schon ganz brav Wache gestanden sind, mich angesprungen sind, aber auch Ackerbau zum Beispiel. Die Acapone ist ja in Italien weit verbreitet, die Fave. Und hier sehen wir sie mal, wie sie ausschaut, wenn sie dann blüht. Die Wanderung ist dann kam weitergegangen bis zu einem Aussichtspunkt, der dann eben eine sehr schöne Aussicht Richtung Capo Vaticano geboten hat. Capo Vaticano ist sehr bekannt, wie wir hier auch sehen, auch ziemlich verbaut, sind hauptsächlich Ferienanlagen, ob es Häuschen sind oder eben größere Ferienanlagen und Hotels. Das da vorne ist er, da muss man eben ein bisschen hinunter klettern fast, um zu diesen schönen kleinen Buchten zu kommen. Das Meer kann man hier ein bisschen erkennen, ist wirklich sehr, sehr schön türkis. Hier auf diesen Aussichtspunkt, eben das ist, entschuldige, zuerst noch in die andere Richtung, die Piana di Gioia Tauro, vielleicht ist manchen Gioia Tauro ein Begriff, das ist hier diese Ortschaft, die ist der größte Containerhafen Italiens und leider von der 'Ndrangheta auch ziemlich viel benutzt für Drogen, Waffen und auch Giftmüll wegzubringen. Dahinter haben wir eine flache Ebene, die eben landwirtschaftlich stark benutzt wird, hauptsächlich Oliven und eben Zitrusfrüchte werden da angebaut. Eine der wenigen so großen ebenen Flächen. Ein paar Arten, die eben da an diesem Aussichtspunkt blühten. Ein roter Boxbacht, wir haben ja bei uns zwei gelbblühende. Das ist eine Art, die von Italien ostwärts vorkommt. Und noch in Frankreich habe ich sie auch gesehen, in der Provence. Das hat so eine rot-lila Blüte. Hier haben wir auch einen kleinen Käfer da drinnen, gerade die Blüte besucht. Dann ein interessantes Leimkraut, das eben leicht zu erkennen ist. Beim Kelch sind diese langen Haare, diese Borsten, das französische Leimkraut, das im Mittelmeerraum vorkommt. Und eben eine Gattung, die ich selber noch nicht kannte, verwandt mit den Zistrosen und auch mit Sonnenröschen und so weiter. Eine einjährige Art. Es gibt dann noch eine zweite Tuberaria, die mehrjährig ist. Das ist das gefleckte Sandröschen. Eigentlich eine sehr nette kleine Blume. Und einige Orchideen hier, leider nicht in der schönsten Blüte, ein bisschen eine chaotische Blüte war sie da gerade. Das Schmetterlingsknabenkraut, ja, da kam die Papilionacea, in Italien fehlt sie eben nur in einer Region. Genau bei uns. Wir haben aber andere Anacanthis-Arten wie die Pyramiden, das Pyramidenknabenkraut. Und eigentlich hat das noch einen anderen Namen auf Deutsch. Fällt mir jetzt nicht ein. So, eine andere sehr schöne Orchideengattung, die es im Mittelmeerraum gibt, sind die Zungenständel, auch nicht ganz leicht zu bestimmen. Ich bin da mal auch zum echten Zungenständel gekommen. Sehr schön, wie die Hüllblätter da einen Helm bilden und dann kommt diese Zunge nach unten, die eben auch dann die Landefläche ist für die Insekten, die diese Art bestäuben. Da gibt es nur in Kalabrien um die 5-6 Arten, die eben relativ ähnlich sind. Noch die letzten Arten, einen Klee, der eben in Italien fast überall vorkommt, außer im Norden eben, der Asphaltklee, lustiger Name und der riecht auch wirklich nach Asphalt, nach Teer eben, kommt auch noch auf den Kanarien vor, auch der Name Bituminaria, Bituminosa eben, ist dieses Asphaltklee, eben diese dreizähligen Blätter wie ein Klee und diese schönen violetten Blüten. Und dann die letzte Blüte ist eine Akazie, kommt eigentlich aus Australien, sieht man aber immer wieder im Mittelmeerraum, hat diese weidenartigen Blätter und deswegen heißt sie auch weidenartige Akazie. Es gibt dann noch die andere, die Mimose, was wir als Mimose kennen, die Acacia de Albata, die man auch immer wieder sieht. Hier war es diese Acacia salinia, die sehr schön in Blüte war. Gut, zuletzt noch nach Tropea. Ist, als ich unten war, gerade zum schönsten Borgo d'Italia gewählt worden und liegt sehr interessant auf diesen Felsen. Ja, davor ist das Meer, das werden wir gleich sehen. Ungefähr 40 Meter hoch dieser Felsen ist vielleicht der touristische Hauptort in Kalabrien für Badeurlaub. Hat eine sehr schöne Altstadt, eine lange Geschichte. Als bekanntestes Gebäude oder sozusagen emblematisches Gebäude ist dieses zweistöckige Kirche. Früher war das auch mal ein Kloster. Und die liegt auf einer kleinen Insel, die jetzt mittlerweile mit dem Land verbunden ist, auf der Isola Bella, eben, das Santuario di Santa Maria dell'Isola. Und da sind links und rechts dann zwei lange Strände. Einen sehen wir hier eben, der was nach rechts hinübergeht.
und hier noch einmal interessant, oben Tropea und dann darunter kommen sie zum Meer. Auf der anderen Seite, da wird das dann auch teilweise touristisch genutzt, das sind dann Parkplätze und Campings, aber unten selber dürfen sie nicht wirklich Häuser bauen, außer so kleine Infrastrukturen, die man gerade braucht, wie Klos oder so. Gut, noch ein bisschen Werbung. Wir werden Ende März nach Kalabrien fahren mit Valle Via, eine Woche unterwegs sein und eben die meisten dieser Wanderungen machen und noch ein paar dazu. Und es ist theoretisch die gleiche Zeit, deswegen sollte auch wieder hoffentlich viel in Blüte sein. Wer mehr Infos möchte, kann da gerne nachschauen auf der Homepage oder auch per E-Mail sich informieren. Ich bedanke mich mit diesem Bild, das ist von Tropea aus und da sieht man jetzt Stromboli. Ja? Und es gibt dann auch den Moment im Jahr, wie bei uns bei den drei Zinnen, geht dann die Sonne genau da bei Stromboli im Vulkan unter. Jetzt war das nicht der Fall, aber trotzdem war es ein sehr schöner Sonnenuntergang von Tropea aus. Danke fürs Zuhören und wenn jemand Fragen hat, kann er die gerne stellen. Ja, Sie haben einige Wanderwege gezeigt. Wie ist das Wegnetz dort unten? Das kann man das mit Norditalien vergleichen? Eigentlich überhaupt nicht. Es ist so typisch süditalienisch. Eben teilweise ist es auch gut auch markiert und so, auch relativ gut im Stand gehalten. Aber es gibt dann auch im Nationalpark Aspromonte da einen Weg, was ich gemacht habe. Ich habe da nicht gezeigt, aber da bin ich dann wirklich durch die Buschen durch. Ich hatte kurze Hosen an und hatte dann für Wochen die ganzen Beine zerkratzt. Auch kartenmäßig hängt es vom Gebiet ab. Manche Gebiete haben auch eine Karte wie der Nationalpark, andere weniger. Aber leider fehlt teilweise die Instandhaltung. Ja. Man kriegt aber, wenn man ein bisschen sucht im Internet, so GPS-Daten und so, oder auch nachfragt, wie zum Beispiel bei dieser Genossenschaft da im Borva, die sind immer sehr hilfreich. Habe ich lange geredet, glaube ich. Seid ihr alle müde? Noch weitere Fragen? Ja. Aber hast du die Wanderung gemacht, eben in Voraussicht wegen der Wanderung dort? Genau, das war eine Erkundungstour, deswegen habe ich getauft, aus beruflichen Gründen der Euphorn. Weil eben ich im Auftrag von Valle Via da war, um die Gegend kennenzulernen. Weil man ja weiß, in Italien ist es so problematisch mit den Wegen. Ist es besser, wenn man sie mal abgeht, um auch zu verstehen, wie gut sind sie, auch wie schön sind die Wanderungen. Meistens nach der Erkundungstour wird das Programm nochmal ein bisschen umgestellt, weil man sieht, vielleicht ist es besser, einen Tag länger da zu bleiben, als die anderen Orte anzuschauen, da nicht so interessant ist. Mhm. Sind die Wanderungen anstrengend also? So mittelmäßig, ja. Also die von Borva ist vielleicht die anstrengendste, sonst die meisten sind so zwischen 300 und 600 Höhenmeter. Bisschen steil teilweise, aber man geht ja nicht allzu schnell. Und ja, im Programm steht dann alles drin, die Höhenmeter und auch die Distanz und so. Da kann man aber das sonst kann es recht warm sein. Aber ihr macht es ja im März. Genau, also eben. Ich habe dann auch mal die Idee gehabt, im Mai hinunterzufahren. Aber da haben sie mir gesagt, es geht schon normalerweise gut. Aber es kann im Aspromonte schon sehr heiß sein im Mai. Mhm. Wenn man da eine richtige Woche erwischt mit Hitze, ist es dann zum Wandern nicht mehr so schön. Und weil es auch Ende März schon so schön blüht, ist das, glaube ich, eine gute Zeit hinunterzufahren. Wenn es bei uns vielleicht noch nicht so warm ist, ist es unten schon fein. Heuer konnte ich ja sogar ins Meer springen. Vielleicht ist das nächstes Jahr auch möglich. Danke. Weitere Fragen? Wenn nicht, dann möchte ich mich recht herzlich bedanken bei dir, Nils, für diesen spannenden Streifzug und bunten, blumenreichen Streifzug durch Kalabrien. Und vielleicht beglückst du uns ja wieder einmal mit deinem Vortrag von deinen Reisen. Ja, lassen wir uns überraschen. Danke euch und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke.